Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr Lust habt, mit mir gemeinsam ein neues Produkt auszuprobieren. Ihr habt es schon im Titel gesehen, ich habe einmal die GG Cream hier von Gloria Skincare. Die wird ja überall angezeigt und es ist wirklich ein spannendes Produkt. Die Marke Gloria Skincare hat mich angefragt, ob ich die Produkte mal austesten möchte und ich habe natürlich sofort ja gesagt, weil ich denke, das interessiert euch auch sehr, weil es wird überall angezeigt und es soll richtig schön sein vom Ergebnis. Also egal, wo ich das gesehen habe, hat mir das sehr, sehr gut gefallen. Und ich möchte in diesem Video mit euch die Marke ausprobieren und wir gucken mal, was wir so zaubern damit, wie das aussieht am Ende. Das ist eine getönte Tagescreme. Aber ich würde sagen, wenn euch das Thema interessiert, bleibt dran. Wir gucken gleich und dann sage ich euch ein bisschen mehr zu der Creme. Aber starte wie immer, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein weiteres Video mehr. Ja, genau, Gloria Skincare. Ich habe eine Anfrage bekommen, habe mich sehr darüber gefreut, weil ich war eh kurz davor, das Produkt mal auszuprobieren, weil es mir überall angezeigt wird. Das ist die Genius Glow GG Cream, also abgekürzt GG Cream. Und das ist eine getönte Tagescreme und die kann man auch bei einer unreinen Haut anwenden. Zumindest wird so geworben. Da sind jetzt zum Beispiel Inhaltsstoffe wie Niacinamide, Vitamin C, Zink und Panthenol mit drin. Die versorgen den ganzen Tag über die Haut mit Feuchtigkeit und decken eben ab. Also die Creme deckt ab, ja. Und das ist einfach eine Creme, die ist vegan, ohne Parfüm, dermatologisch getestet. Die ist in Deutschland hergestellt. Ja, so sieht sie einmal aus. Die gibt es in vier verschiedenen, also wenn mich nicht alles täuscht, ich blende euch die Shades mal ein, in vier verschiedenen Shades. Ich habe jetzt die Farbe Light bekommen, ne? Also ich habe mir das ausgesucht. Ich denke, das passt auch bei mir. Und das soll einen sehr natürlichen, glowy und auch frischen Tör machen, den Tag über. Also es soll überhaupt nicht maskenhaft aussehen. Wie gesagt, das ist ja auch nur eine Tagescreme. Das ist ein Ersatz für Make-up sozusagen. Also wenn man keine Lust auf Foundation hat, kann man zu so einer Creme greifen, ne? Tagescreme getönt kennen wir alle, aber die ist halt eben mit sehr guten Inhaltsstoffen und soll eine sehr gute Deckkraft haben. Passend dazu gibt es auch, weil ich habe mich auf der Seite auch mal ein bisschen umgeschaut gehabt und habe dann auch dieses Set hier entdeckt. Das wird so verkauft und zwar ist das dieses Booster Facial Serum, da sind 10% Niacinamide drin. Das kann man sich vorher aufgeben, da hat man zusätzlich noch ein paar Niacinamide. Niacinamid hilft ja auch zum Beispiel Pickelmale und so weiter aufzuhellen. Also wenn ihr diese Creme und den Booster benutzt, bekommt ihr nach und nach zusätzlich noch den Effekt, dass eure Haut reiner und besser wird. Also klingt alles sehr vielversprechend, sehr schön. Die GG Cream habe ich auch schon ausprobiert, einfach um zu gucken, ne, ob ich die vertrage und ob ich euch die zeigen möchte, wie die ist und so. Mir gefällt das Produkt sehr gut und deshalb würde ich sagen, ja, zeige ich euch das jetzt. Ich habe jetzt noch nichts drauf, ne? Ich habe heute Morgen geduscht, meine Haut ist jetzt ein bisschen trocken und ich bin sehr gespannt, wie die Produkte jetzt sind, weil den Booster habe ich noch nicht ausprobiert, ich hatte nur die GG Cream ausprobiert. Und die soll halt wirklich so einen extra schönen Glow geben in Verbindung mit diesem Booster noch zusätzlich schöner aussehen. Also ich bin gespannt. Ja, das ist einmal der Booster. Hier ist Hyaluronsäure, Niacinamid und Alatoin drin. Das ist ein Gesichtsserum und das soll zusätzlich noch dafür sorgen, dass die Poren sich zum Beispiel verkleinern nach und nach. Das kennen wir ja alle von den Seren. Das kommt mit einer Pipette, also kann man schön auftragen. Ich habe mir jetzt meine Haare mal so ein bisschen nach hinten gemacht. Also wie gesagt, das Serum habe ich noch nicht ausprobiert. Die GG Cream habe ich ausprobiert und ich trage mir das jetzt einfach mal so ein bisschen auf. Ja, und bin mal gespannt. Im Zwischenschritt kann man sich noch einen Lichtschutzfaktor auftragen, wenn man das möchte. Das mache ich dann auch gleich. Also das Serum fühlt sich erstmal sehr schön an, so ein bisschen glitschig, so wie ich das gerne mag tatsächlich. Also es fühlt sich reichhaltig glitschig an, wirklich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, hier ist Alatoin, Hyaluronsäure und Niacinamid eben mit drin. Falls ihr die Creme schon kennt oder falls ihr Lust habt und die mal ausprobieren wollt oder überhaupt was von der Marke, die haben auch andere Skincare, dann könnt ihr meinen Rabattcode nutzen. Ich habe nämlich einen bekommen, 15% auf alles, also das ist auf jeden Fall sehr schön. Da freue ich mich, dass ich euch den Code geben kann. Ich glaube, viele von euch kennen die Creme vielleicht auch schon und wollen vielleicht ein bisschen Nachschub haben oder so. Dann könnt ihr das sehr gerne nutzen. Ich verdiene nichts mit dem Code. Der ist lediglich für euch. So, das Serum zieht sehr schnell ein, hat so ein bisschen eine klebrige Konsistenz und ich denke, da sitzen dann halt auch die kommenden Produkte gut drauf. Fühlt sich auf jeden Fall sehr schön an und gibt auch tatsächlich so ein Sofort-Glow. Also ich weiß nicht, ob ihr das seht, ne? Also es sieht sehr schön jetzt gerade aus und es passt auch gerade gut, dass ich die Creme mit euch austeste, denn ich habe
wieder mit Vitamin B12 angefangen und dadurch halt hier den ein oder anderen Pickel bekommen. Ich vertrage das ja nicht so gut und ja, genau, deshalb sehe ich gerade momentan so aus. Ich trage mir jetzt noch einen Lichtschutzfaktor auf und dann gucken wir mal bei der Creme. Lichtschutzfaktor sitzt und jetzt kommen wir mal zu dem Herzstück aus dem Video, wie gesagt, die GG Creme. Und ich zeige euch mal so, die kommt so einmal verpackt. Und ich finde dieses Packaging und die Farben, die dafür gewählt sind, wirklich sehr schön. Ne? Das ist einmal die Genius Glow Cream und die kommt in einer Metalltube, was ich sehr schön finde. Und die hat 30 Milliliter mit drin. Die sorgt doch dafür, dass Rötungen abgedeckt werden. Also gerade für jemanden, denke ich, der zu Rötungen neigt und ein bisschen reinere Haut bekommen möchte. Also ich denke da so an die Leute mit Akne, ne, ist das vielleicht ganz interessant. Also ihr könnt euch auf der Website ja mal umschauen. Und ich habe auch bei Instagram schon vorher, nachher gesehen von Leuten, die die Creme benutzt haben und die halt wirklich Akne hatten, hier gerade im Wangenbereich und so, wo die sehr schön abgedeckt hat und das wirklich super aussah. Ne? Nach ein paar Wochen Benutzung war das wirklich schön. Also für mich deshalb sehr, sehr interessant. Zeig euch gerade mal, ich habe mir die jetzt hier aufgetragen. Das ist, wie gesagt, der Ton Light. Bei mir passt er jetzt, weil ich halt sehr, sehr hell momentan bin. Im Sommer werde mir auf jeden Fall zu hell, aber es gibt halt auch noch Medium und so. Die Creme ist, ich zeige euch das halt jetzt erstmal hier, ne? Die Creme ist super leicht von der Konsistenz, fühlt sich einfach an wie eine normale Tagescreme und das passt sich so ein bisschen, habe ich zumindest das Gefühl, dem Hautton an. Also so habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass das wirklich sehr schön zur Haut passt. Wäre ich jetzt ein bisschen noch heller, würde sich das wahrscheinlich auch gut anpassen. Das trägt man sich übrigens mit einem Schwämmchen auf. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr diese Creme schon ausprobiert habt. Ne? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube, ganz viele haben die schon getestet, nur ich noch nicht. Und deshalb fand ich das ganz spannend. Also ich gebe mir die jetzt einfach mal so, wie ich eine Foundation eben auftragen würde, jetzt ins Gesicht. Und dann klopfe ich die mit dem Schwämmchen eben ein. Ne? Das Schwämmchen ist angefeuchtet, wie ich das immer mache. Und ich muss meinen Spiegel mal gerade ein bisschen richten. Und dann gibt man sich das einfach mit dem Schwämmchen hier so auf. Also das ist die Creme jetzt einmal auf der Seite aufgetragen, ne? Also die soll so ein bisschen perfektionieren, die soll die Haut so ein bisschen ebnen und glätten und es soll glowy aussehen und eben halt Rötungen so ein bisschen abdecken, ne? Das ist wie gesagt keine Foundation, kein Full-Cover-Produkt, sondern einfach ein natürliches Produkt, also beziehungsweise was ein natürliches Ergebnis machen soll. So seht ihr einmal den Unterschied, das ist die Haut einmal ohne und das ist die Haut einmal mit, ne? Also man kann das auch noch ein bisschen aufbauen. Wie gesagt, ich habe das auch schon getestet. Ich trage mir jetzt erstmal die andere Seite auf und dann baue ich diese Seite noch mal so ein bisschen auf, damit ihr seht, wie die Deckkraft eben ist. Ne? Hier seht ihr auch, es passt halt von der Farbe in Light wirklich sehr, sehr gut bei mir. Ich drehe mal das Licht noch ein bisschen runter. So seht ihr das Ergebnis. Ne? Also das ist einmal die GG Cream komplett mit einer Schicht aufgetragen. Also weder geschichtet noch sonst irgendwas. Die ist jetzt ganz einfach mit dem Schwämmchen eingeklopft. Und ich finde das Ergebnis wirklich sehr schön natürlich. Also wie gesagt, ich habe es im Voraus schon mal getestet und war sehr zufrieden. Auch den ganzen Tag über hat man so einen richtig schönen Glow und man sieht nicht geschminkt aus. Also das ist halt, das finde ich der Vorteil von der Creme, dass man nicht so einen Maskeneffekt hat und man sieht trotzdem natürlich, es sieht halt einfach aus wie die eigene Haut, nur eben perfektioniert mit einem bisschen Glow. Es sieht sehr schön aus. Also mir gefällt es gut und gerade auch so Unreinheiten bzw. Unregelmäßigkeiten von der Haut, finde ich, schafft die Creme sehr gut abzudecken. Also es gefällt mir auf jeden Fall gut. Ich bin ja immer sehr pingelig, was das angeht, weil gerade im Wangenbereich habe ich halt eben meine Pickelmale und so weiter und ich mag das überhaupt nicht, so rauszugehen, weil ich immer denke, das sieht so unsauber aus, ne? Und deshalb, wenn man dann halt mal rausgehen möchte, wie zum Beispiel ins Schwimmbad, ich gehe jetzt wieder regelmäßig schwimmen, ist das auf jeden Fall eine tolle Creme, ne? Um sich die aufzutragen, wenn man danach rausgeht aus dem Schwimmbad, damit man nicht ganz so nackt im Gesicht ist und sich vielleicht auch ein bisschen wohler fühlt. Ja, ich würde sagen, ich trage mir jetzt nochmal einfach, damit ihr das seht, ne? Also ihr seht hier schon, dass diese, ja, Pickelmale und so weiter noch durchschimmern, aber das Ganze ist halt eben wie so ein Filter, sag ich jetzt mal, auf der Haut. Das ist eigentlich ganz schön. Man kann sagen, es ist ein Filter, diese Creme. Ich trage mir jetzt noch mal ein bisschen hier auf der Seite auf und dann könnt ihr mal sehen, wie das weiterhin noch so ein bisschen mehr abdeckt. Also man kann hiermit auf jeden Fall so ein bisschen Deckkraft aufbauen. Es schadet ja auch nicht, das ist ja auch nur Pflege drin, das heißt, ihr habt halt nur noch mal ein bisschen mehr Pflege im Gesicht und ja, es geht ruckizucki, seht ihr ja hier mit dem Schwämmchen einfach. Muss man auch gar nicht so hundertprozentig machen, so wie dann von Delchen, sondern einfach so ein bisschen einarbeiten und
Ja, genau, seht ihr. Ihr Lieben, das ist einmal das Ergebnis mit der GG-Creme. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde dafür, dass ich jetzt wirklich nur 2 bzw. 3 Produkte drauf habe und damit eigentlich nur mein Gesicht gepflegt habe, sieht das wirklich im Ergebnis sehr, sehr schön aus. Also ja, ich bin zufrieden, ich finde es schön, die Haut wird mit Feuchtigkeit versorgt und man hat halt einfach das Gefühl, man ist nicht nackt im Gesicht, wisst ihr, wie ich meine. Die Creme ist ein bisschen, also es fühlt sich ein bisschen reichhaltig an. Wisst ihr, wie ich meine? Wie wenn ihr eine gute, reichhaltige Creme aufgetragen habt. Das ist jetzt nicht, dass man so dieses Gefühl von gar nichts hat. Man hat das Gefühl, man hat eine Creme drauf. Ne? Also so würde ich das beschreiben. Mir gefällt es auf jeden Fall total gut. Ich lasse euch alles unten in der Infobox drin. Da könnt ihr sehr gerne schauen. Ich blende euch auch meinen Rabattcode nochmal ein. Den könnt ihr sehr gerne anwenden. Ich interessiere mich wirklich sehr dafür, ob ihr das schon ausprobiert habt. Schreibt es mir gerne. Also es ist wirklich spannend, weil es ist momentan gefühlt sieht man diese Creme und diese Produkte überall und ich finde es wirklich interessant, mal zu hören, ob ihr da schon zugeschlagen habt. Jetzt würde ich mich verabschieden. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank an Gloria Skincare für die Zusendung der Produkte und dass ich die mal ausprobieren konnte. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr cool. Habe ich mich mega gefreut, weil wie gesagt, ich habe es auch schon öfters gesehen und habe mir gedacht, oh, ich glaube, die muss ich mal bestellen, weil das Ergebnis sieht wirklich schön aus. Auch Augenringe und so weiter werden so ein bisschen abgedeckt. Das ist einfach sehr, sehr schön. Genau, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr hier wart für dieses Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!